Guten Abend hier im Kino des Filmmuseums Frankfurt. Mein Name ist Christian Petzold. Ich habe 10 Filme auswählen dürfen für eine Carte Blanche, was immer großen Spaß macht, aber einen auch verzweifeln lässt, weil es ja dann irgendwann 200 Filme werden und man muss sich auf 10 reduzieren. Ich hatte mir deshalb gesagt, weil ja der Herbst und die November Days um diese 10 Filme herum sind, dachte ich mir, das ist die schönste Zeit für die Liebe. Und hab Liebesfilme ausgesucht. Und einer dieser Liebesfilme läuft jetzt gleich, der heißt Clued von Aaron Pecula. Das ist ein Film, den ich mit den, wenn ich drehe, dann mache ich ganz oft so eine Art Seminar, dass die Dreharbeiten begleiten. Wir haben also ein Filmprogramm, wo wir manchmal, wenn wir Zeit haben, an einem freien Abend oder wenn am nächsten Tag später gedreht wird, dass wir abends eine kleine Kinovorführung für die Schauspieler und auch für die Menschen hinter der Kamera machen. Das mache ich oft mit dem Hans Fromm, dem Kameramann, zusammen. Und in dieser Reihe, die wir immer zusammenstellen, das ist auch wie so eine kleine Carte Blanche, ist oft der Film Clued von Pecula dabei, weil das ist nicht nur ein Film, den ich liebe und ein Film, der mir Angst macht und der trotzdem mich tröstet. Es ist auch ein Film, wo ich jedes Mal mich vergewissern kann, was Kino eigentlich ist. In dem Fall geht es auch darum, dass man lernen kann, dass eine Kameraeinstellung nicht die Aufzeichnung ist, also keine Überwachungskamera oder Aufzeichnungskamera oder ein Medium ist, ja, mit dem man etwas überträgt, sondern die Kameraeinstellung ist, das sind Blicke. Und diese Blicke sind nicht die Blicke der Protagonisten auf die Welt, sondern es sind die Blicke der Angst. Das heißt, sie spüren Blicke auf sich. Ja? Sie haben eine Paranoia, sie spüren, dass sie verfolgt werden. Und daraus baut sich dieser Film zusammen. Der ist auf der anderen Seite auch ein fantastischer Film mit der tollen Schauspielerin Jane Fonda, die etwas in diesen Film hineinbringt. Die hat große Teile des Drehbuchs selber geschrieben. Sie spielt eine erfolglose Schauspielerin, die gekränkt aus Castings kommt, weil sie nicht genommen wird, aber dann als Prostituierte arbeitet und dort im Grunde genommen wie eine Schauspielerin agiert, die die Kontrolle wieder hat und die Hauptrolle spielt. Es ist auch eine Liebesgeschichte zwischen Donald Sutherland und ihr. Donald Sutherland, ein calvinistischer Detektiv aus dem Norden der USA, der jetzt ins Sündenpfuhl und Prostituiertenpfuhl New York geraten ist. Und wie die beiden eine Liebesgeschichte entwickeln, wie sich die Geschichte zwischen den beiden entwickelt. Dort gibt es eine Szene, die ich immer wieder den Schauspielern zeige und die Franz Rogowski und Paula Bär, glaube ich, jetzt schon dreimal angucken mussten oder zweimal, ist eine Szene, wo die beiden auf einem Markt sind und er, glaube ich, eine Melone oder so aus oder einen Kürbis auswählt und sie beobachtet ihn, wie genau und sinnlich er diese Früchte abtastet und beriecht, ob sie reif sind und sie in demselben Moment einen Apfel stiehlt und er schaut ihrem geschickten Diebstahl zu und sie schaut seinem sinnlichen Erfassen von Welt zu und das ist die Liebe und dann gehen sie weg und statt dass sie sich küssen oder umarmen, nimmt sie einfach seinen Rockzipfel wie ein Kind und er bemerkt das und so verlassen sie diesen Markt und das ist eine der zärtlichsten und schönsten kleinen Liebesgesten, die ich im Kino je gesehen habe. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem, das heißt, der ist wirklich hart, der Film, aber trotzdem ist das auch ein Spaß, einen harten Film zu sehen. Also bis bald. Tschüss.